Was kostet eigentlich ein Formel-1-Bolide aus dem Jahr 2019? Das werden wir in diesem Video herausfinden und damit hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die letzten Tage habe ich die Kosten recherchiert. Nur mal so als Beispiel. Der Mercedes-Bolide F1 W05 aus dem Jahr 2014 kostete damals 7,7 Millionen Dollar. Heute werde ich euch die Preise von 9 wichtigen Komponenten eines 2019er Boliden nennen. Eins vorweg, ich konnte natürlich nicht alle Komponentenpreise herausfinden und viele Seiten schreiben einen anderen Preis. Ich werde mit dem kleinsten Betrag anfangen und mit dem teuersten aufhören. Als Beispiel kommt der Mercedes F1 W10 EQ Power Plus zum Einsatz. Legen wir los. Reifensatz 3000 Dollar. Die Rede ist dabei von einem einzigen Satz Regenreifen, Intermediates oder Trockenreifen. Einem Bericht zufolge sollen alle Reifensätze in die Hunderttausende Dollar pro Saison gehen. Halo 17.000 Dollar. Der etwa 7 Kilogramm schwere Titanbügel, der ein Gewicht von 125 kN bzw. 12,5 Tonnen aushalten soll, was in etwa die Masse von 16 Formel 1 Boliden inklusive Fahrer entspricht, wird an drei Punkten am Monocoque befestigt. Lenkrad 70.000 Dollar. Ein Lenkrad besitzt 25 Knöpfe und Drehrädchen für die DRS-Betätigung, die Einstellung des Differentials, der Bremsballons und so weiter und wird immer moderner. Das hat natürlich auch seinen Preis. So ein Lenkrad besteht im Übrigen aus 5 verschiedenen Materialien, nämlich Kohlefaser, Fiberglas, Silikon, Titan und Kupfer. Benzintank 140.000 Dollar. Der aus Kevlar bestehende Fahrzeugtank dient zum Schutz vor scharfkantigen Gegenständen. Dieser wird aber noch mit Teilen ausgestattet, damit der vollgetankte Bolide in den Kurven stabil bleibt. Hydraulik 170.000 Dollar. Die Hydraulik ist mit 8 technischen Bauteilen gekoppelt. Gaspedalbetätigung, hintere Bremsdruckbegrenzung, Differentialsteuerung, Kupplungssteuerung, Heckflügelbetätigung, Getriebebetätigung, Turboladersteuerung und die Servolenkung. Die Leistung beträgt bis zu 2,8 kW bei 10 mA der Steuereinheit. Front- bzw. Heckflügel 245.000 Dollar. Sehr wichtig für die Aerodynamik eines Boliden. Wird auf jeder Strecke angepasst. Mal benötigt der Bolide mehr Abtrieb, wie zum Beispiel in Monaco, mal weniger Abtrieb, wie zum Beispiel in Monza. Getriebe 450.000 Dollar. Die Kraftübersetzung eines Boliden, bestehend aus 400 Einzelteilen und 8 Gängen, wird ab 2021 zu einem Einheitsgetriebe. Ein einziger Schaltvorgang dauert nicht länger als 30 Millisekunden. Die ersten 5 Gänge sind kürzer übersetzt, die letzten 3 länger. Carbon-Anbauteile 650.000 Dollar. Damit sind zum Beispiel die Bargeboards oder auch das Monocoque gemeint. Heutzutage sind solche wichtigen Komponenten aus der Formel 1 gar nicht mehr wegzudenken. Motor 10,5 Millionen Dollar. Kommen wir nun zum Herzstück eines Boliden, den 1,6 Liter V6 mit Zwangsbeatmer, der übrigens aus 3000 Einzelteilen besteht. Er besitzt einen Drehmoment von über 1200 Newtonmetern und leistet mit E-Motorenunterstützung über 950 PS. Zusammengerechnet kommen wir auf einen Gesamtpreis von 12.245.000 Dollar, 4.545.000 Dollar mehr als der F1 W05 von 2014. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, welche Komponente bzw. welcher Preis hat euch am meisten überrascht? Schreibt es in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.